Willkommen aus Rüsselsheim. Willkommen heute mal wieder mit einem ganz besonderen Fahrzeug. Hinter mir steht ein Bus, den man in Deutschland bisher noch nicht allzu oft gesehen hat. Denn es ist ein Hyundai und nicht irgendein Hyundai Omnibus, sondern ein Wasserstoffbus. Also es ist, um genau zu sein, der Hyundai Elecity Fuel Cell. Also ein Fahrzeug, was nicht nur einen elektrischen Antrieb hat, sondern eben auch noch statt Fahrbatterien als Energieträger Wasserstoff hat und damit natürlich eine deutlich höhere Reichweite erreicht, als es herkömmliche batterieelektrische Omnibusse sind. Ja. Natürlich gibt es hier auch noch zwei Fahrbatterien an Bord. Das ist ja das Prinzip eines Wasserstofffahrzeuges, dass ich die halt auch brauche. Allerdings sind die deutlich kleiner als beim Batteriebus. Hier haben wir eine Kapazität von, ich glaube, es sind 74 Kilowattstunden, die sind hier verbaut. Und wir haben eine Wasserstoffkapazität von 34 Kilogramm auf dem Dach. Ganz kurz ein paar Fakten zu dem Auto. Das ist 2,49 Meter breit, also etwas schmaler als die bei uns bekannten Fahrzeuge. Hat eine Höhe von knapp 3,60 Meter, ich glaube, es sind 3,54 Meter. Die etwas größere Höhe, klar, denn auf dem Dach sitzen nicht nur Klimaanlage, sondern eben auch noch die Wasserstofftanks und die Batterien. Und wir haben eine Länge von 11 Metern. Ja, und neben mir steht der Markus Otremba und er ist bei Hyundai was? Hallo zusammen, ich bin bei Hyundai zuständig für das Thema Regulation, Homologation und Bodybuilder Management für unsere Fuel Cell Commercial Vehicle Fahrzeuge, also für die LKWs in der Schweiz, unsere Exiant, und wiederum auch jetzt für den Bus zuständig. Genau, das heißt also, Sie haben auch durchaus ein bisschen Hintergrundwissen zu dem Fahrzeug und ich würde mal meinen Erklärpart heute an den Herrn Otremba sozusagen abgeben, weil es gibt doch so einige technische Features und Besonderheiten im Vergleich zu einem Diesel oder auch zu einem Elektrobus. Bevor ich da jetzt allzu viel Quatsch erzähle, würde ich sagen, Ihr Part, Herr Otremba. Dankeschön. So. Herr Otremba, wie kommt denn eigentlich Hyundai dazu, hier sich auf dem deutschen Markt mal zu probieren? Denn mir sind bisher noch keine anderen Großbusse von Hyundai bekannt, die hier fahren. Ja, irgendwann ist immer mal der erste Schritt, um einen Markt zu screenen oder auch zu scannen, was das Thema bringen kann für einen Nutzfahrzeugkonzern oder ob so ein Markt interessant ist. Und für uns ist es jetzt in diesem Zug erstmalig, das Interessante zu bekommen oder die Auskünfte der Kunden zu bekommen, was ist akzeptabel von einem koreanischen Bus in Europa oder was ist gar nicht akzeptabel, was muss verbessert werden oder was muss generell geändert werden, um auch dann mit unserer Entwicklung in Korea, in Namyang mit den Kollegen quasi zu entscheiden, ob wir eine Entwicklung Richtung Europa vorantreiben oder ob wir quasi in Korea mit dem Bus bleiben und vielleicht Features, die wir hier genannt bekommen haben, in die koreanischen Produkte einpflegen. Das heißt also, Sie sind mit dem Fahrzeug hier quasi auf Roadshow, gehen von Verkehrsbetrieb zu Verkehrsbetrieb und führen halt dieses Fahrzeug vor, beziehungsweise überlassen das ja auch den Kunden, ne, für einen gewissen Zeitraum. Ja, also wir sind am Ende der Deutschlandtour angelangt. DB fährt momentan als letzter Kunde dieses Fahrzeug. Wir haben 9 Kunden gehabt, die das Fahrzeug erprobt haben, auf Testzwecke, in Einsatzzwecken und auch simuliert haben, mit und ohne Gewicht, und hier ihre Erkenntnisse damit gewonnen haben, für sich selber und auch für uns das Feedback mitgeteilt haben, was an dem Bus gut ist und was eher weniger gut ist oder was wünschenswert wäre, aus europäischer Sicht zu ändern. Genau, gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und schauen uns das Fahrzeug erstmal von außen an. So, wenn ich mir jetzt die Front betrachte, dann sehe ich eigentlich eine ganz klassisch moderne Lichtfront. Ne? Was haben wir hier an Leuchtmitteln verbaut? Wir haben LED-Scheinwerfer und Leuchtmitteln, also zum Beispiel die Blinker sind ganz normale Halogenbirnen. Das Fahrzeug, was wir hier sehen jetzt als Brennstoffzellenbus, basiert es auf einem klassischen Stadtbus aus Korea? Es ist ein klassisches Serienprodukt, was Sie hier vor sich sehen. Es nennt sich der Elecity und gibt es rein batterieelektrisch oder auch jetzt in dieser Anwendungsvariante als Brennstoffzellenbus. Und ist ein Bus, der quasi für diese Linie aufgesetzt worden ist. Und diese Busfamilie trägt auch den Namen Elecity. Ob es jetzt ein BEV oder ein FC ist, sind beide unter demselben Namen am Markt. Okay.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Von der Seite her sieht man jetzt noch mal recht deutlich die hohen Dachaufbauten, die allerdings, finde ich, ja designmäßig gut gelöst wurden, denn es wirkt jetzt wie aus einem Guss. Ja, also da muss ich den unseren Ingenieuren in Korea ein Lob aussprechen, weil designtechnisch ist der Bus wirklich ein schönes Fahrzeug. Es ist gelungen, integriert worden, die Batterien, die Wasserstofftanks und auch die Klimaanlage quasi so zu verbauen, dass es optisch eine schöne Silhouette gibt und auch für den aerodynamischen Wert relativ gut verkleidet ist. Sie können ja mal kurz zum Fahrzeug rangehen und mal kurz zeigen, wo ungefähr im Dachbereich befindet sich denn was, auch wenn wir es jetzt nicht sehen. Ich werde gerade mal ein paar Bilder vom Dach oben einblenden. Okay, passt. Also wir haben im vorderen Bereich die Traktionsbatterien, wenn wir weiter nach hinten gehen, kommen die Wasserstofftanks und im hinteren Bereich sitzt die Dachklimaanlage. Okay, vielleicht können Sie noch mal was zu den Wasserstofftanks sagen. Ja, zu den Wasserstofftanks. Also wir haben 5 Wasserstofftanks mit einer Kapazität von 34 Kilo bei einem Druckniveau von 700 Bar. Mhm. 700 Bar bedeutet was? Also warum legen Sie jetzt Wert auf die Feststellung 700 Bar? Gibt es da Unterschiede? Es gibt Unterschiede. Es gibt 350 Bar und 700 Bar aktuell am Markt. Also das ist der aktuelle Stand. In Korea zum Beispiel fahren alle Fahrzeuge mit 700 Bar. In Deutschland haben die Pkw 700 Bar und die Nutzfahrzeuge 350 Bar. Und der Unterschied ist natürlich, wie viel Energie ich dadurch speichern kann. Und das wird ein Thema sein in Richtung Reichweite. Ja. Apropos Reichweite, ich habe ja vorhin gesagt, 34 Kilogramm Wasserstoff sind hier gespeichert. Ungefähr wo liegt man denn da, bei was für einer Reichweite? Natürlich immer abhängig von der Fahrweise. Auch es ist abhängig von der Fahrweise, also Hyundai gibt in dem Soul-Zyklus mit 500 Kilometern Reichweite an. Es ist natürlich streckenabhängig, profilabhängig, nutzerprofilabhängig. Aber die 500 Kilometer sind relativ, ich würde sagen, aus europäischer Sicht niedrig angegeben. Ja. Das heißt, Sie haben sicherlich auch schon eigene Erfahrungen jetzt machen können, ne? Ja, wir haben einige Tests auch gefahren. Wir werden dazu auch noch einiges kommunizieren in der nächsten Zeit. Mhm. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es leider halt noch nicht offiziell machen. Mhm. Alles klar. Okay, ich weiß es. Ich verrate es aber auch nicht hier. Ich weiß nur, dass es mehr als 500 Kilometer sind. Ja, so. Klar. Hyundai wird natürlich jetzt noch ein bisschen abwarten, ne? Wo wird sich hinentwickeln, also auf welchen Druck wird man im Nutzfahrzeugbereich dann im Bereich Wasserstoff fahren. Ne? Also hier hören Sie den deutlichen Unterschied zwischen unserem Antrieb und dem klassischen. Bei uns würden Sie jetzt nichts hören. Ja, die Frage nach, wo wird sich hinentwickeln. Das Thema ist ein Infrastrukturthema und es wird entscheidend sein, mit welcher Infrastruktur man langfristig im Nutzfahrzeugbereich unterwegs ist. In der Schweiz zum Beispiel fahren unsere Fahrzeuge mit 350 Bar. Dort ist das Thema auf 350 Bar auch ausgelegt. Aber wie gesagt, es ist ja nur ein Energiespeicher quasi, der Wasserstoff für uns, der Energieträger. Und der ist unabhängig von unserem Brennstoffzellensystem. Das heißt, wir können als OEM relativ schnell auch ein anderes Speichersystem im Druckniveau einführen, weil die Brennstoffzelle ja nur mit 10 Bar Eingangsdruck arbeitet. Das heißt, alles was drüber ist, ist eigentlich nur das Thema, dass wir relativ viel Energie speichern können auf geringerer Fläche und bei weniger Gewicht. Genau, da haben Sie jetzt schon ein ganz spannendes Wort angesprochen, nämlich Brennstoffzelle. Was können Sie dazu sagen? Ja, bei unserem Fahrzeug hier haben wir, auf das wir auch stolz sind, 2 Brennstoffzellen verbaut. Hyundai ist seit 1998 konsequent in der Brennstoffzellenentwicklung unterwegs. Das heißt, wir haben konsequent immer an dem Thema geforscht und gearbeitet. Wir hatten den iX35 in der Pkw-Schiene als erstes Fahrzeug. Mittlerweile ist es der Hyundai Nexo. Und genau mit diesem Fahrzeug, was der Hyundai Nexo ist, dieser Brennstoffzelle finden Sie jetzt 2 in dem Bus vor. Oder auch in der Schweiz als Vergleich mit unseren Lkw haben wir genau diese 2 Brennstoffzellen auch verbaut und fahren in den Schweizer Gefilden 40 Tonnen mit diesen 2 Brennstoffzellen. Erstaunlich. Also was im Pkw funktioniert, kann eben auch genauso im Nutzfahrzeug. Gut, in der Pkw-Klasse sage ich immer, kriegen Sie nur eine, im Nutzfahrzeug kriegen Sie 2. Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen, das ist der neue Hubraum. Ja, also jetzt nochmal ganz einfach erklärt, was ist die Brennstoffzelle? Ist das sozusagen das Element, was die Kraft bereitstellt für den Motor oder ist es das, was die Energie liefert für die Akkus?
Also, die Brennstoffzelle erzeugt über elektrochemische Reaktion, in der Wasserstoffgas mit Sauerstoff wieder zusammengeführt wird und es entsteht Wasser, es entsteht Wärme und elektrische Energie. Diese elektrische Energie läuft zurück in die Batterien und damit an den Elektromotor. Das heißt, wir wandeln also aus dem Speicher, der leichter ist im Vergleich zu einem reinen Batteriespeicher, die Energie wieder zurück, nutzen die elektrische Energie über den Elektromotor und fahren rein elektrisch. Genau, ich denke, das war nochmal notwendig zu erklären, weil es ist doch so eine, ja, ich sage immer noch, unbekannte Technologie hier. Da lohnt sich durchaus mal ein kurzer Exkurs. Genau so ist es. An die Basis. So, im Hintergrund sehe ich gerade die doppelflügelige Tür und darunter befindet sich, ist das eine Rollstuhlrampe? Genau, da haben wir eine elektrische Rollstuhlrampe, die per Knopfdruck bedient werden kann. Das zeigen wir auch gleich mal, ja. Und es relativ zügig ermöglicht, der behinderten Person quasi den Bus zu betreten. Genau, was ist das hier? Das ist eine typische Beleuchtung, die jetzt in Europa nicht zulässig ist. Ja. Die ist auch in Europa jetzt geschwärzt bei diesem Fahrzeug. In Korea ist es der Line Assistant, der quasi dem Fahrer nachts die Linie beleuchtet zum Fahren, was in Korea auch Vorschrift ist. Ah, die Linie, Sie meinen die Fahrbahnmarkierung. Die Fahrbahnmarkierung, genau, dass Sie die sehen. Ja, sehr gut. Also auch hier erkennt man, wir haben an dem Bus quasi das, was nicht zulässig ist, beseitigt. Aber grundsätzlich ist es ein Produkt, so wie er in Korea tagtäglich auf der Straße ist. Mit diesem Produkt fahren 119 Stück seit 2019 täglich im Einsatz. Mhm. Und es gibt eigentlich keine Probleme in Korea. Also man muss aber schon klar dazu sagen, dieses Fahrzeug, was jetzt hier steht, ist natürlich noch nicht für Deutschland homologisiert. Ne? Es ist eine Einzelgenehmigung, die das Fahrzeug erhalten hat, die man natürlich mit den Themen, die man braucht, um so ein Fahrzeug Ausnahmegenehmigung auf die Straße zu bringen, das hat es, aber es ist kein vollständig homologiertes Fahrzeug, wo ich morgen die Produktion starten kann. Genau. So, nun vielleicht noch ein Wort zu den Achsen. Was haben wir hier verbaut? Wir haben also den Powertrain von ZF verbaut und wir haben einen elektrischen Motor mit einer normalen ZF-Achse, mit einer normalen Busachse, mit der ZF-Steuerung, so wie es jeder auch von den Dieselfahrzeugen kennt. Also es ist auch von der Handhabung keine Umstellung für die Fahrer. Mhm. Dieser vollelektrische Antrieb von ZF ist ja relativ neu. Ich glaube, 2-3 Jahre gibt es das erst am Markt. Ne? Und ja, ist schon interessant, dass Hyundai sagt, wir kooperieren mit ZF und bauen uns hier dann eine funktionierende Antriebseinheit ein. Ja. Ja. Haben die meine Kollegen wahrscheinlich die richtige Wahl getroffen. Ich denke, mit den Tests, die wir auch intern fahren, sind wir mit dieser Achskonfiguration, auch in Verbindung mit dem Motor, der 180 kW Dauerleistung hat, sehr zufrieden, bringen erstaunliche Fahrleistungen auch in der Beschleunigung zustande und sind damit eigentlich im Ganzen sehr zufrieden. Ja. Ich bin eben selber auch schon ein paar Kilometer mit gefahren durch Frankfurt und muss selber sagen, also ich merke eigentlich keinen Unterschied zu einem batterieelektrischen Bus. Ja. Also der Antrieb ist stufenlos und sehr, sehr zügig möglich sozusagen. Ne. Apropos Achsen, Vorderachse, glaube ich, sind wir nicht ganz so modern unterwegs. Ne? Vorderachse haben wir eine durchgehende Starrachse, ist eine Hyundai-eigene Achse, ist eine hausentwickelte Achse. Ja, da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ich sage, für das, was Sie heute auch selber gefahren sind, zu dem Bus selber passt die Konfiguration und ist relativ gut abgestimmt. Genau, kann ich nur zustimmen. So, dann gehen wir mal in den, normalerweise würde ich sagen, Motorraum. Aber ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt, oder? Ja, es ist Motorraum ist es, weil Sie werden sehen, dass es nicht sich anders anfühlt als wie früher von der Motorklappe. Und es sieht auch ähnlich aus, aber jetzt sind wir beim Herzstück unseres Fahrzeugs. Ja. Also wir haben hier oben die Hochvoltwandler. Die drei Stück hier. Genau. Ja. Haben unten und jetzt kommt die zwei Brennstoffzellen. Aha, die sind hier im Heck verbaut. Ja. Genau. Eine links, eine rechts. Ja. Genau so ist es. Hier, da steht auch drauf, im Blau, man sieht es, Hydrogen, ne? Hydrogen. So, gut. Ja, 2x90 kW Leistung, also insgesamt 180 kW Leistung bei den beiden Brennstoffzellen. Außer Wasser kommt am Ende des Tages nichts raus. Das ist unsere Emission. Ja, genau, ansonsten sieht man hier wirklich, also sehr kompakt alles verbaut. Ne?
Man muss auch sagen, es ist relativ gut verbaut. Man kommt von jeder Seite hin. Wir haben also auch jetzt auch im Überbau über den Themen Deckel, wo man von innen noch rankommt. Das heißt Richtung Service, wenn was ist, kommt man eigentlich von jeder Seite auch relativ gut hin. Ich denke, wir werden es nachher sehen, wenn wir die seitlichen Klappen auch noch öffnen, ja, dass man dann überall relativ gut und einfach in der Operations arbeiten kann. Genau. Ich sehe hier einen großen Lüfter oder Kühler. Wofür ist der? Der ist für die Brennstoffzelle. Weil die brauchen natürlich auch ein entsprechendes Motordelta. Genau, ja, das ist so. Und die hat auch natürlich bei der Erzeugung Hammerwärme, die entsteht bei der elektrochemischen Reaktion. Und im Winter nutzen wir sie natürlich über eine Wärmepumpe, um auch den Bus zu heizen. Also wir haben da keine Diesel- oder sonstige Zusatzheizung, sondern es ist alles, was an dem Bus ist, rein elektrisch angetrieben, was aus den Themen leuchtet, hervorkommt. Und im Sommer müssen wir es halt wegkühlen. Mhm. Genau. Der elektrische Motor, wo sitzt der hier bei dem Fahrzeug? Den sieht man natürlich nicht. Den sieht man nicht, der sitzt leicht versetzt auf der linken Seite, ungefähr auf der zweiten Sitzplatzposition und ist in diesem Bereich verbaut. Ja. Wenn Sie jetzt unten reinfilmen und nach oben, dann müsste man ihn eigentlich relativ gut sehen. Genau. Da ist er. Und da geht es dann an die konventionelle ZF-Portalachse. Genau so ist es. Über eine Kardanwelle. Genau, ja, was natürlich auch im Falle eines Falles Vorteile bringt, wenn man das Fahrzeug doch mal, wir hoffen es nicht, dass es passiert, aber im Falle eines Falles, wenn doch mal was ist, ist es natürlich relativ einfach, ich entferne die Kardanwelle und kann das Fahrzeug schleppen. Absolut. Ja. So, dann sehe ich hier ein grünes Schild, H2 Gas. Ja, hier dahinter verbirgt sich der Tanknippel, an dem wir ganz normal tanken, wenn wir dann an der Tankstelle sehen und 700 Bar in unsere Wasserstofftanks drücken wollen. Und Sie sehen, es ist relativ, also aus meiner Sicht fast ähnlich, als wie wenn ich heute Diesel tanken würde. Ich habe zwei andere Handgriffe und bei unterm Strich bleibt es ähnlich. Ich ziehe die Staubkappe ab, setze die Tanknussel an den Stutzen. Ich habe eine Infrarotkommunikation, in der die Tankstelle mit dem Fahrzeug kommuniziert, um auch zu wissen, welche Tanktemperaturen haben wir, welche Betankungsvolumina brauchen wir, wie viel müssen wir noch dazu tanken. Das erkennt so eine Tankstelle, ja? Ja. Immer dann, wenn eine Infrarotschnittstelle da ist und eine Kommunikation zwischen Tankstelle und Fahrzeug stattfindet, was ja auch sicherheitsgerichtet ein Vorteil ist, dann sind wir da auf der sicheren Seite. Und das ist ja schon ein deutlicher Unterschied zum Dieseltanken, ne? Das ist der einzige Unterschied, aber den werden Sie nicht spüren als Anwender. Also die Schweizer Fahrer, die mittlerweile ja 46 Fahrzeuge jeden Tag im Einsatz haben, sagen, es ist eigentlich ähnlich wie Diesel. Der Vorteil ist, ich habe keine stinkigen Dieselhände mehr, sagen die Fahrer. Also. Wie lange dauert denn so ein Tankvorgang? Das ist natürlich von der Tankstelle und der Konfiguration der Tankstelle abhängig. Mhm. Hier in Deutschland haben wir das Thema, dass wir diesen Bus aktuell an Pkw-Tankstellen betanken, die da auch modifiziert wurden. Aber aufgrund der Modifikation, weil wir keine baulichen Veränderungen eingenommen haben in Richtung Kompressor, Druckspeicher, sondern nur softwaretechnisch unterwegs sind, haben wir halt längere Tankzeiten, je nachdem wie leer der Tank ist, bis zu, ich sage jetzt mal 25 Minuten im Worst Case. In Korea tanken wir den Bus mit einer abgestimmten Tankstelle innerhalb von 12 Minuten von ganz leer auf ganz voll. Also wenn die Tankstelle zu dem Fahrzeug passt, ist das Betanken auch kein anderes, als wie wenn ich jetzt konventionell tanken würde. Alles klar. Gut, dann können wir da wieder die Klappe schließen. Genau, dann sehe ich hier nochmal die Fahrspurbeleuchtung, die hier nicht zugelassen ist, aber die hat halt das Fahrzeug. Und ich nehme mal an, hier hinter verbirgt sich nicht allzu viel. Ne? Da ist nichts drunter. Das sind die Beplankungen, die Sie wechseln können im Falle einer Beschädigung. Ja. So, Herr Otremba, was haben wir denn gerade eben gesehen?
So, wir haben gerade das vollständige Entwässern der Brennstoffzelle gesehen, was im Winter nötig ist, damit wir keine Schäden an der Brennstoffzelle bekommen und auch nicht unnötig die Brennstoffzelle auf Konditionierungstemperatur halten müssen. Wann macht das der Bus? Jedes Mal beim Abstellen, wenn es nötig ist, damit man ganz normal wieder starten kann, ohne eine Zwischenlader. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir außen soweit auch schon mal durch und machen innen weiter. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal in das Fahrzeug rein und man sieht auch schon, die erste Besonderheit ist hier natürlich die koreanische Fahrgasttür. Da werde ich das gleich mal vorführen, wie das funktioniert. Aber erstmal ein Wort zum Fahrerarbeitsplatz. Der ist hier erstmal natürlich so abgetrennt mit einer Fahrerinnentür und die Scheibe, die man hier sieht, hat eine Besonderheit. Die kann man nämlich auch nach oben fahren, zeige ich gleich. Ansonsten erstmal hier ja ein paar Worte, weil es sind doch ein paar Sachen ein bisschen anders als bei uns. Was zum Beispiel auffällt, sind hier diese beiden langen Hebel. Was mag das sein? Das ist die Türöffnungs- und Schließbedienung. Das ist eben etwas aus Korea, was es hier so nicht gibt. Aber ich finde es durchaus interessant. Herr Tremper, Sie können ja mal gerade den Zündschlüssel reinstecken, ja, damit wir auch mal ein bisschen was... Damit Sie auch mal was ausprobieren können. Genau, und Sie können mir mal auch gleich erklären, was wir hier nämlich im Display alles sehen. Genau, ich erkläre Ihnen auch mal die Handhabung. Genau. Der wichtigste Schalter hier ist der Batterie-Hauptschalter. Den müssten Sie jetzt mal betätigen, dass er einrastet. Gut, das war der erste wichtige Schritt. Wir haben es auch gehört, weil jetzt beide Türen offen sind. Sie haben ja beide Türen betätigt. Die hintere Tür ist immer durch das akustische Signal, dass das Öffnen auch erfolgt oder auch das Schließen, damit die Fahrgäste auch gewarnt sind, dass jetzt da sich was bewegt. Gut, zum Startvorgang. Wir haben den Zündschlüssel. Also ganz konventionell. Ganz konventionell. Sie drehen ihn einfach rum, drücken auf die Bremse, damit man vorsichtshalber, das wie man es halt in der Fahrschule auch gelernt hat, nichts verkehrt machen. So. Und nun sehe ich auch schon im Display. Nun sehen Sie im Display, tut sich was, tut sich was. So, also wir haben links die Anzeige, in der Mitte die 61, das ist... Im Prozent umgerechnet der Wasserstoffgehalt, den Sie gerade eben noch am Tank haben. Sie sehen, wir sind am 40% knapp schon verbraucht und haben immer noch eine Restreichweite von 358 Kilometern, die schön mit der symbolisch mit der Tankuhr angezeigt wird. Also das ist ordentlich. Da sage ich mal, konventionelle 12 Meter Batteriebusse, da ist ja in der Regel bei 200, 250 Kilometern spätestens Schluss. Ja. Sie sehen auch die letzte Fahrweise, die Kollegen, die gefahren sind, sind 18,9 Kilometer pro Kilogramm Wasserstoff gekommen. Also das geht bei Weitem noch besser. Das ist jetzt schon ein Wert, wo man sagt, derjenige ist sportlich gefahren oder relativ viel Autobahn. Mhm. Zur Ehrenrettung der Kollegen, die vorher gefahren sind, der Bus ist relativ viel Autobahn gefahren, weil wir sind knapp 300 Kilometer schon Autobahn unterwegs gewesen. Genau. Dann kann man hier, glaube ich, auch nochmal das Zentraldisplay ein bisschen umstellen. Genau. So, jetzt ist der Display so, wo man dann die Energie verloren. Also jetzt hören Sie gerade einen Dieselbus. Ja, da fährt er. Da fährt er, genau. So, wir laufen, also bei uns läuft die Brennstoffzelle noch nicht. Das ist vielleicht auch gut. Wir starten nochmal, dass wir jetzt mal ganz wirklich hören, was los ist. Ja. In dem Moment, wenn er grün blinken anfängt, hat er das Anforderungssignal und die Hochvoltbatterie schaltet also die Brennstoffzelle an, dass die kriegt das Signal, dass die anspringen kann. Das dauert also einen Moment. Dauert einen Moment. In dem Moment, wenn der Systemcheck durchgelaufen ist, ist auch die Brennstoffzelle voll einsatzbereit und man sieht es jetzt an dem Display. Genau, jetzt läuft quasi aus dem Wasserstofftank der Wasserstoff in die Brennstoffzellen und die erzeugte Energie geht jetzt in die Batterie, weil wir ja eben nicht fahren, sind auf den hinteren Rädern momentan auch noch keine Pfeile. Nun sind die Batterien ja nicht sehr groß. Kann es passieren, dass ich die einmal leer fahre und die Brennstoffzelle nicht hinterherkommt, die wieder zu befüllen, oder ist das ausgeschlossen? Das ist ausgeschlossen, weil vom Energiemanagement die Batterie in einem gewissen Ladezyklus zwischen, ich sage jetzt mal, 40-70% gehalten wird. Wir gehen auch nicht ans Ende, ans obere Limit, um eben die Lebensdauer zu erhalten oder zu erhöhen langfristig. Ja, genau. So, und jetzt sehen Sie, weil jetzt ist natürlich das Thema, die Batterien sind voll. Jetzt sind wir genau bei den
70% oder 75% irgendwo, mhm, wo man noch nicht oder wo wir nicht genau kommunizieren, wo wir genau die Grenze gesetzt, ja, haben. Ja. Und die Brennstoffzelle wird automatisch abgeschalten, weil wir jetzt eben null Energieverbrauch haben, weil wir stehen und die Batterien soweit voll sind. Und jetzt stehen wir. Eigentlich läuft unser ganzes System. Mhm. Genau. Dann rechts haben wir einen konventionellen Tacho, ne? Der zeigt uns die Geschwindigkeit an. Was ist in der Mitte der Bus da, die Draufsicht? Was hat das? Die Draufsicht ist eigentlich die Simulation des Busses. Und jetzt gerade sehen Sie, wir haben Ultraschallsensoren in den Eingangsbereichen, in den toten Winkeln, ja, wo jemand stehen könnte, genau, und eben das anzeigt, dass der Fahrer sieht, okay, ich habe im Gefahrenbereich jemanden, ich darf nicht vorfahren. Das Gleiche haben wir natürlich hinten an der hinteren Tür auch. Mal gucken. Ja, so, dafür ist im Prinzip diese Logik hinterlegt. Perfekt. Jetzt sehen wir, dass unsere Türen offen sind. Also man sieht, das Cluster ist natürlich auch von der Konfiguration Gleichteile PKW angelehnt. Genau, sehr lustig, ja. Wir haben natürlich auch Symbole benommen, die jeder kennt. Ja, das ist aus meiner Sicht ein Riesenvorteil, weil der Display relativ selbsterklärend ist. Also er ist nicht relativ. Wobei, da muss ich sagen, als Alternative wäre hier ein Bus. Und die Türen, die offen sind, würden dann auch angezeigt sein. Also alles hat Vor- und Nachteile. Wie es ja immer ist, ja. Da muss ich jetzt mal als objektiver Journalist mit einfügen. Vollkommen ja legitim. Damit kann halt jeder relativ einfach das Thema deuten, ja. Genau. So, dann hier mal die Seite nochmal. Ja. Also wie gesagt, das sind hier die. Wir haben hier die Türbetätigungseinrichtungen, dann haben wir die Multimedia-Einrichtung, mhm, wo also auch das Mikrofon drüber läuft. Können wir kurz mal anmachen, damit man sieht, dass es auch funktioniert. Genau. Wir haben auch so ein Radio. Ja. Also von dem her. Genau. Vielleicht, das ist hier unsere Stoppanzeige. Das ist die Stoppanzeige. Wir haben zwei. Genau, wir machen mal die Türen zu. Ja. Dann macht jetzt ein Fahrgast-Haltewunsch. So. Sehr schön. Wir haben es akustisch und optisch für den Fahrer und für alle Fahrgäste. Das ist auch der Unterschied in Richtung unseren europäischen Bussen. Sehen Sie die ganzen Pilze, die jetzt rot leuchten und damit jeder weiß, aha, der Bus hält an der nächsten Haltestelle. Ich brauche nicht auch noch jetzt hektisch zum Drücker zu gehen. Genau so ist es. Das ist geschickt. Das gefällt mir wirklich gut. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken, du bist trotzdem zu sehen, Rüdiger. So. Dann können wir vielleicht gleich noch den Behindertenplatz machen. Ach so. Mh. So, wir haben dann noch ein zweites Haltewunschsignal und zwar für die Behinderten, ja, für den Rollstuhlplatz. Da ist akustisch auch schon mal ein anderes Signal, dass also der Fahrer weiß, jetzt muss ich an der nächsten Haltestelle die Rollstuhlrampe betätigen und auch den Rollstuhl wieder entsprechend die Sicherungsgurte abnehmen. Mhm. Wir haben dann das Haltewunschzeichen und haben hier zusätzlich dieses Stoppsignal. Genau, mit der Hinweis. Mit dem Hinweis, Handicap. Mhm. Genau, Handicap. Genau, dann vielleicht mal ganz kurz hier erklärt. Ja, das ist wahrscheinlich die Beleuchtung. Das ne? ist die Innenraumbeleuchtung. Wir können also wählen zwischen ein bisschen mehr, ja. Ja. Oder nur ein wenig, ja, je nach Zustand. Also nüchtern, aber effektiv, ne? So, also das ist richtig. Ja, sehr gut. Wir haben dann hier für den Fahrerarbeitsplatz die Beleuchtung separat getrennt. Das heißt, wenn ich was schreiben muss, mhm, oder was notieren muss, dann bin ich natürlich auf dieser Seite besser unterwegs. Genau, sehr schön. Das Lenkrad hat ein paar Bedienelemente hier verbaut. Ne? Also da haben wir hier, können wir glaube ich durchs Menü blättern. Genau. Ne? Das mache ich gerade mal. Genau, dann sieht man hier verschiedene Anzeigen. Das war es dann auch schon. Ja. Und hier kann ich wahrscheinlich das Mikrofon lauter leiser, das Radio leiser stellen. Genau. Ansonsten haben unsere koreanischen Kollegen auch hier die Möglichkeit, einen Becher natürlich für Getränke hinzustellen. Dann haben wir hier einen klassischen Feststellhebel für den Federspeicher, der natürlich mit Luft befüllt wird. So, hier, was ist das? Das ist die Steuerung für den Fahrgastraum und den Wasserzusatzheizer. Mhm.
So, dann haben wir hier noch eine kleine Schalterleiste. Eine kleine Schalterleiste, fangen wir von hinten nach vorne an. Also ja. der hinterste Schalter, an dem Sie jetzt den Finger haben, ja. das wäre die Deaktivierung des guten Themas, was wir vorhin beäugt haben, wo ich sage, das ist, darf eigentlich nicht aktiviert werden, weil es ein Sicherheitsfeature ist, aber es ist halt zulässig, wie manche Themen. Danach haben wir die Rollstuhlrampe, die elektrisch rein- und rausfahrbar ist. Ja. Dann der nächste Schalter ist auf und ab, also ECAS quasi, die ECAS-Funktion, um den Bus zu überheben, bei Verladetätigkeiten oder über hohe Bordsteine, wenn man drüber muss, oder abzusenken. Und die vorderste Taste ist die Kneeling-Taste, die man als erstes betätigt, bevor man die Rollstuhltaste, also für die Rollstuhlrampe die Taste betätigen würde. Genau. So, dann filme ich jetzt mal hier den Bereich der Tür. Also, wir haben hier, wie gesagt, die Tür. Es gibt keine Ablagemöglichkeiten für eine Tasche in der Tür. Zumindest hier nicht. Aber hier gibt es einen Schalter. Und wenn ich den betätige, passiert Folgendes. Die sogenannte Fahrerschutzscheibe hat sich bis nach oben ausgefahren. Und damit ist der Fahrer nochmal mehr geschützt vor Witterungseinflüssen. Oder vielleicht auch allzu rabiaten Fahrgästen. Und wenn er sagt, ich möchte doch lieber direkten Kontakt, dann kann die Scheibe nach unten gefahren werden. Ich muss sagen, durchaus geschickt. Das gefällt mir mal richtig gut. Ja. Auch das anscheinend eine südkoreanische Spezialität. So, jetzt kommt gleich die nächste südkoreanische Spezialität, nämlich die Tür 1. So, ich zeige sie erstmal. Und es ist eine doppelflügelige Tür, aber sie öffnet doch anders als man denkt. Ich demonstriere es. Genau, es ist nämlich eine Falttür. Die wird per Luft sozusagen betätigt. Ne? Ich mache sie jetzt nochmal zu. Sehr simple Mechanik, aber mit dem großen Vorteil natürlich, es funktioniert in der Regel störungsfrei. Ja. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass sollte dieser Bus mal in Deutschland auch in echt verkauft werden, dass wir dann diese Tür nicht mehr vorfinden werden. Aber ich wollte es einfach mal zeigen, weil so oft habe ich bisher natürlich auch noch nicht in einem koreanischen Bus gesessen. Ja. Und das ist schon eine kleine Besonderheit. So. Dann, weil ich hier gerade sitze, Sicht in die Spiegel. Wir haben also den normalen rechten Außenspiegel, dann haben wir so einen Rampenspiegel. Ja, für mich ist der ein bisschen zu hoch angebracht. Also ich muss mich immer ein bisschen bücken, um den sehen zu können. Aber das ist ja, wie gesagt, ich glaube, die Koreaner sind sowieso alle einen Ticken kleiner als der normal Westeuropäer. So, dann haben wir hier den Fahrgastinnenspiegel. Dann gibt es hier so eine LED-Anzeige, die kann dann im Echtbetrieb werden die Haltestellen damit angezeigt. Ne? Und dann haben wir da unten noch eine Uhr. Ja. Und hier nochmal der Blick nach links und hier das erwähnte Fahrerfenster kann man halt hier oder hier auf- und zuziehen. Normalerweise hätten wir jetzt in westeuropäischen Bussen hier in dem Bereich noch ein paar Zusatzgerätschaften untergebracht. Das findet jetzt hier nicht statt. Hier befindet sich jetzt für Deutschland, für Westeuropa der digitale Tachograph. Der wurde natürlich jetzt für den Einsatz hier extra dort verbaut. Das ist in Korea so nicht vorgesehen. So, und wenn wir jetzt hier nochmal sind, dann nochmal einen Blick auf die Pedalerie. Also wir haben hier rechts das Fahrpedal und daneben das Bremspedal. Ne, Kupplungspedal gibt es ja hier nicht. Wir haben ja kein manuelles Schaltgetriebe hier verbaut. So, nur noch mal der Vollständigkeit halber hier ein Blick auf die Spiegel innen. Also das ist der klassische, kennen wir ja alle. Und hier, wenn ich jetzt hier mal gucke, aha, dann sehe ich in dem Bereich des Mitteleinstieges, ob da auch jemand steht. Die Kamera ist ein bisschen schwierig jetzt zu erkennen, aber als Fahrer hat man wirklich einen sehr guten Überblick. Das braucht man aber auch in dem Fahrzeug, weil die Türen nicht reversieren können. Das ist in Südkorea
wohl so nicht vorgesehen. Okay, machen wir mit dem Fahrgastraum weiter. Gut, was ist hier anders? Vielleicht so im europäischen Bus, wir haben 24 Sitzplätze, alle sind in Fahrtrichtung angeordnet. Also wir haben keinen einzigen Sitzplatz entgegen der Fahrtrichtung. Wir haben einen relativ großzügigen Bereich für den Rollstuhl und den Kinderwagen. Was auch noch anders ist, ist das Thema der Anordnung des Rollstuhls, weil wie Sie schon sehen, wo der Tastau ist, wird ja nicht verkehrt rum in Fahrtrichtung gestellt, sondern steht auch in Fahrtrichtung und wird über vier spezielle Spanngurtsysteme gesichert durch den Fahrer, der dann der Person behilflich ist, die mit dem Rollstuhl den Bus betreten hat. Mhm. Dann haben wir hier wahrscheinlich auch spezielle Befestigungsmöglichkeiten. Genau, ne? Da haben wir dann spezielle Spanngurte dafür. Die sind dort vorne in der Stauklappe auch sicher verstaut. Ja, okay. So, dann sind wir im Bereich des Mitteleinstieges. Wofür dienen die beiden gelben Ketten? Die gelben Ketten sind eine Sicherheitsvorschrift in Korea, um dass sich niemand im Gefahrenbereich, im Schwenkbereich der Türen befindet. Mhm. Wir können ja nochmal öffnen. Ja, gut. Gut, wir können auch mal die Rollstuhlrampe betätigen, wenn wir schon so weit sind. Ja. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Die Rollstuhlrampe scheint von der Firma Huangzong zu sein. Steht zumindest drauf. Jetzt nielt der Bus. Das heißt, der wird abgesenkt. Und da fährt sie aus. Ja, das hat schnell und komplikationsfrei funktioniert. Ja. Ich meine, es gibt viele Busbetreiber, die mittlerweile sagen, nee, geht mir weg mit elektrischen Rampen, wir nehmen die manuelle Klapprampe. Genau, so ja. Ist es. In Korea unvorstellbar, die koreanischen Busfahrer werden eine normale manuelle Rampe nicht nutzen. Also die haben alle, es ist ein Must-Have in Korea, dass die Rampe elektrisch funktioniert. Okay, das heißt, er verlässt nicht seinen Platz da vorne. Ja, er verlässt ihn schon zum Sicherungsgurte abnehmen und behilflich sein, aber er wird nicht in dieser gebückten Haltung diese Rampe klappen. Okay, sehr gut. Ja, zum Thema Service, was man innen noch sieht. Ja. Vielleicht, wenn wir in den hinteren Bereich gucken, weil wir haben vorhin von hinten reingeguckt, wir haben also hier überall die Serviceklappen, die auch zum Abnehmen sind, um auch auf alle Leitungen und Steuergeräte relativ zügig zu kommen, was ein Vorteil in Richtung Service ist. Mhm. Hier genau unter diesem Deckel, weil vorhin haben sie mich gefragt, wo der Motor sitzt, der sitzt genau dort drunter. Also auch hier kommt man von unten vom Fahrzeug oder von oben relativ bequem an die Einheit hin, wenn es wirklich nötig sein sollte, dass wir dort was machen müssen in der Werkstatt. Ja, dann sehe ich gerade hier, sind so eine Art Heizgebläse oder Heizer. Heizer, ja. Wie wird denn der Bus geheizt? Elektrisch. Mhm. Und wir haben natürlich auch einen Wasserzusatzheizer noch verbaut, um relativ zügig den Bus einzuheizen, wenn es kalt ist. Mhm. Und nicht ewig lang die Themen brauchen, um auch dann quasi die Abwärme der Brennstoffzelle über das Thema auch noch zu nutzen. Sind wir da relativ zügig unterwegs und bringen auch den Bus relativ warm. Sie merken es, er ist gerade eben eingeheizt, er ist relativ angenehm, kann auch ohne Jacke hier stehen. Also. Und ich glaube, man muss nicht so energieängstlich sein wie bei einem reinen Batteriebus. Nee, klar. Was heißt, es ist, ich möchte jetzt nicht auf den Batteriebus losgehen, sondern das ist einfach eine Philosophie, eine Anwendersache. Und ich glaube, dass beide Themen ihre Berechtigung haben. Aber klar ist es, ich habe halt eine viel größere Energiemenge an Bord. Also ich brauche mir vielleicht jetzt über solche Themen nicht zwangsläufig den Kopf zerbrechen, ob mich das dann meine Route beeinflusst oder nicht. Genau. So, weil Sie gerade hier so günstig stehen, was ist das? Das sind unser Luftfiltersystem gegen Viren und andere Themen und frische Luft und Pollen. Mhm. Ist aber noch nicht dem Thema Covid geschuldet. Mhm. Gut. Okay, dann sehe ich hier USB-Ladepods. Natürlich gibt es hier auch. Ja. Klar, ich glaube, Südkorea ist uns da schon einen Schritt voraus, ja, was dieses Thema angeht. Ja, und dann auch ganz typisch hier die Handgriffe, Haltegriffe. Ne? Und hier nochmal die Möglichkeiten, um Gepäck unterzubringen.
So, abschließend noch ein paar Worte zum Fahren. Also es ist eigentlich kaum ein Unterschied spürbar zu einem batterieelektrischen Bus. Wie gesagt, das ist ja nun auch elektrisch angetriebenes Fahrzeug. Sehr gute Fahrwerte. Wir fahren jetzt gerade auf der Autobahn Richtung Flughafen Frankfurt. Das Fahrzeug ist abgeregelt bei Tempo 80 km/h. Und ja, also das Fahrgeräusch ist relativ ruhig, muss man mal sagen. Klar, wir haben jetzt natürlich jede Menge Reifenrollgeräusche, die nicht zu überhören sind, aber kaum Windgeräusche. Und es ist immer noch ein großer Unterschied, ob ich jetzt mit einem hochtourigen Diesel-Stadtbus unterwegs wäre oder eben hier mit diesem Fahrzeug. Ja, insgesamt muss ich sagen, ich komme auch sehr gut zurecht hier mit dem koreanischen Arbeitsplatz-Layout. Macht Spaß damit zu fahren, ist für mich eine echte Premiere. Und ja, auch das Gefühl über mir, natürlich ein paar Wasserstofftanks zu haben, ist eine neue Erfahrung, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber ich denke, die Reichweitenangst ist mit so einem Fahrzeug, mit so einem Konzept nicht mehr vorhanden. Und mal schauen, wenn wir hier Reichweiten um die 600, 700 Kilometer vielleicht erreichen, dann ist ja auch das Thema Reisebus, Fernbus mit alternativen Antrieben in einer Nähe, in eine Nähe gerückt, die immer greifbarer wird. Ja, und das war es jetzt mal an Bord dieses Hyundai ElecCity, eine etwas außergewöhnliche Folge von BusTV, und ich freue mich dann auch schon wieder auf die nächste Folge. Mal gucken, was es dann geben wird. Und ich sage dann nochmal an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Sascha Burkow.